und herzlich willkommen zurück hier auf der Shifting Stage in Nürnberg. Schön, dass Sie online zu uns gefunden haben. Schön, dass Sie im Saal alle noch hier bei uns sind. Wir kommen zu unserer nächsten Keynote und dazu freue ich mich sehr, dass wir die ersten Gäste von außerhalb Nürnbergs begrüßen dürfen, nämlich von der Technischen Hochschule in Köln, von der Fakultät für Anlagen, Energie und Maschinensysteme sind Vanessa May und Paul Werni bei uns. Kommt gerne schon mal zu mir auf die Bühne. Hallo. Die beiden beschäftigen sich mit Smart Technologies in Coaching and Learning und vor allem mit Blended Coaching Formaten für projektbasiertes Lernsetting. Das finde ich eine ganz tolle Idee, weil Coaching ist eins meiner Themen und das mit Lernen und Lehren zusammenzubringen, finde ich hochspannend. Insofern, die Bühne ist eure und wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag. Viel Spaß! Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Schön, dass wir hier sein dürfen und herzlich willkommen zu unserem Vortrag Fusioning Game-Based Learning and AI-Based Coaching. Was haben wir mit Ihnen in den nächsten 25 Minuten vor? Wir starten mit einer Beschreibung der Ausgangssituation. Welche Herausforderungen begegnen uns im Moment in der Ingenieurausbildung? Wir haben das mit dem Polylemma in der Ingenieurausbildung überschrieben und schauen dann, welche Anforderungen an eine zukunftsfähige Ingenieurausbildung unserer Meinung nach daraus resultieren. Und dann steigen wir konkret ein, wie wir das an der Hochschule mit unserem gamebasierten Learning-Ansatz in Vernetzung mit KI-basiertem Coaching umsetzen, um dann in einem Ausblick zu gucken, was das zukünftig heißen kann für die Ingenieurausbildung. Was ist ein Polylemma oder was heißt Polylemma in der Ingenieurausbildung? Diese Zielpyramide, die hier angedeutet ist, beschreibt im Prinzip, dass wir es in der Ingenieurausbildung nicht erst seit heute, sondern schon seit einigen Jahren mit verschiedenen Dilemmata zu tun haben. Und wenn wir eine Lösung für eine Herausforderung oder für ein Ziel formulieren, hat das Auswirkungen auf die anderen Ziele oder Herausforderungen. Und was heißt das ganz konkret? Wir haben es einerseits mit großen Hörerzahlen, insbesondere in den Ingenieurwissenschaften zu tun. Also bei uns an der Fakultät für Anlagen, Energie und Maschinensysteme haben wir bis zu 850 Studierende, die im Wintersemester in unseren Bachelor-Studiengängen anfangen zu studieren. Wir haben zweitens, werden die Studierenden immer diverser, heterogener. Das bezieht sich nicht nur auf die klassischen Diversity-Faktoren wie Alter, Geschlecht, kulturelle Diversität, sondern die Studierenden kommen auch mit immer weniger Vorwissen und Praxiserfahrung ins Studium, was insbesondere für die Ingenieurwissenschaften wichtig ist. Und wir sehen auch inhaltliche Herausforderungen, weil wir in einer zunehmend hochgradig vernetzten Arbeits- und Lebenswelt unterwegs sind. Das haben wir hier mit dem Begriff Everything 4.0 beschrieben. Ich glaube, mittlerweile kann man sogar von Everything 5.0 sprechen. Und auch mit den Entwicklungen der künstlichen Intelligenz wird das ja einfach noch zunehmen, dass wir Arbeits- und Lebenswelten haben, die zunehmend komplexer werden, wo es keine einfachen Lösungen mehr gibt, keine richtigen und falschen Lösungen, wo wir einfach sehr viel Ambiguitätstoleranz auch an den Tag legen und wo unsere Studierenden nicht mehr nur klassisches Wissen brauchen, sondern zunehmend eben Kompetenzen, die sie befähigen, in dieser Arbeits- und Lebenswelt aktiv zu agieren. Und das spiegelt sich ja auch seit einigen Jahren, Jahrzehnten im didaktischen Diskurs wieder mit dem Begriff Kompetenzorientierung. Also wir sprechen hier von projektbasierten, erfahrungsbasierten Lernsettings. Und genau, die Herausforderungen, die daraus resultieren, sind eben beispielsweise, also wie schaffen wir es, bei großen Studierendenzahlen der zunehmenden Diversität gerecht zu werden? Wie schaffen wir es, Studierende auf die Arbeitswelt 4.0, 5.0 vorzubereiten, wenn sie mit immer weniger Vorerfahrung ins Studium kommen? Und welche Kompetenzen brauchen wir überhaupt? Also auch das ändert sich ja zunehmend. Auch wir als Lehrende wissen ja im Moment gar nicht, welche Kompetenzen brauchen die Studierenden denn eigentlich in den nächsten Jahren. Genau, und da kann man natürlich auch mal in die Industrie gucken. Das haben wir auch gemacht, ist auch schon ein bisschen ältere Darstellung, aber ich glaube immer noch aktuell. Das ist eine Impulsstudie vom Verband der Deutschen Maschinenanlagebauer. Da wurden knapp 250 Unternehmen gefragt, was glauben Sie denn, welche Kompetenzen brauchen die Absolventen und Absolventinnen? Und da steht ganz oben sowas wie Umgang mit Komplexität, systemisches Denken, Anpassungsfähigkeit an neue Situationen, also all das, was man ja auch unter dem Begriff der VUCA-Welt fasst, Umgang mit komplexen Situationen ausbilden.
von Ambiguitätstoleranz. Sie wissen, was ich meine. Und ja, genau, also das ist so die Ausgangssituation, mit der wir es seit einigen Jahren zu tun haben und zunehmend zu tun haben werden. Und was glauben wir, was resultiert dann für die Ingenieurausbildung daraus? Dieser Heterogenität der Studierenden, diese diversen Voraussetzungsbedingungen, mit denen die Studierenden an der Hochschule kommen, glauben wir, dass wir dem mit spielerischer Offenheit begegnen können. Das hören wir ja nicht zum ersten Mal heute. Das ist ja auch in der Keynote und im Vortrag davor schon angesprochen worden. Also offene Lernräume zu schaffen, in denen Studierende dazu ermutigt werden, Risiken einzugehen, in komplexen und unvorhergesehenen Situationen agieren zu können. Also, dass sie das im Studium quasi spielerisch einüben können, was dann eben auch in der Arbeitswelt auf sie zukommt. Es geht darum, Motivation zu schaffen und dadurch eben auch unterschiedliche Wissensstände berücksichtigen zu können. Und da glauben wir eben, dass sich spielerische Lernmethoden ganz besonders anbieten in Kombination mit einer kontinuierlichen Reflexion. Und Spiele, und da sprechen wir jetzt nicht nur über technologiebasierte Spiele, sondern auch über analoge Spiele, aber wir setzen das natürlich, nicht natürlich, aber wir setzen alles technologiebasiert um, die eignen sich besonders, weil sie eben eine Vielzahl von Belohnungs- und Feedbacksystemen haben, weil eben Anwendungswissen in neuen Situationen trainiert werden kann, weil geschützte Möglichkeitsräume eröffnet werden. Das hatten wir vorhin auch schon, dass zwar anfordernde Aufgaben gestellt werden, aber sich jeder Studierende da sozusagen drin bewegen kann, wie es aus der Komfortzone heraus für ihn möglich ist, aber eben nicht überfordernd wird. Und Studien zeigen das auch, dass Spiele motivationsförderliche Bedingungen bieten. Also der Spieltrieb wird angeregt, Spaß, Anerkennung, Wettbewerb, Ehrgeiz. So hoffen wir zumindest. Und auch unsere empirischen Studien zeigen das auch, dass unsere Spiele oder die, wie wir sie einsetzen, das anregen tatsächlich. Wir wollen damit sogenannte Magic Circles designen. Das ist ein Begriff, der kommt nicht von uns, der kommt von einem Kulturhistoriker aus den 50er Jahren, wo es darum geht, sich in quasi so einen Flow-Zustand im Spielen zu begeben. Und wenn wir das an der Hochschule schaffen, ist das natürlich toll, weil es eben auch eine positive Sichtweise darauf ermöglicht, wenn eben mal was nicht funktioniert, also einen positiven Umgang mit Scheitern auch ermöglicht. Wenn wir solche Spiele-Settings designen, ist es wichtig, dass wir sie auch begleiten und feedbacken. Also das nimmt eine essentielle Rolle in spielerischen, offenen Lernumgebungen ein. Und da kann man die Bedeutung von Reflexion, von Erfahrung nicht hoch genug hängen. Das ist ja auch das, was wir schon mit dem erfahrungsbasierten Lernen bei Kolb kennengelernt haben, wo es darum geht, sozusagen sich erstmal in die Situation zu begeben, etwas auszuprobieren und dann im zweiten Schritt zu reflektieren, was habe ich denn eigentlich gemacht, was habe ich gelernt und was kann ich für nächste Situationen daraus mitnehmen. Und da glauben wir, dass eben auch sowas wie richtig und falsch keine passenden Leitdifferenzen mehr sind. Ich bin selbst systemische Coach und Supervisorin und versuche dann auch mit den Studierenden immer zu gucken, was ist denn sozusagen das Passende, wie du dich verhalten kannst in so einer Situation. Also nicht, was ist die richtige Verhaltensweise, sondern was ist die für dich passende Verhaltensweise? Welche Wirkung entfaltet dein Handeln? Welche Auswirkungen hat das auf dich, auf andere Personen, Systeme in deinem Umfeld und wäre der Ansatz, um in spielerischen Settings die Reflexion einzubinden oder so versuchen wir das zu machen. Und dadurch ändert sich natürlich auch die Rolle von Lehrenden, also auch das ist kein neuer Begriff, wir sprechen ja schon seit einigen Jahren von Lehrenden als Coaches, Facilitatoren, Prozessbegleiter, Prozessbegleiterin und das wird sich unserer Meinung nach noch verstärken in der Zukunft. Ja, zusammenfassend wäre unser Ansatz zu sagen, wir möchten bei uns in der Hochschule Magic Circles Design, also sichere Lernräume zum Experimentieren schaffen, Scheitern positiv konnotieren, Motivation fördern und diese Erfahrung eben ermöglichen und im zweiten Schritt reflektieren. Das ist ganz wichtig, dass wir dadurch auch die Studierenden mit ihrem unterschiedlichen Vorwissen berücksichtigen können, individueller Lernprozesse begleiten können, eben diese Feedbackräume schaffen, um auch sequenzielles Lernen zu ermöglichen. Ja, und was das jetzt konkret heißt, da gebe ich jetzt an meinen Kollegen
den Paul ab. Ja, vielen Dank. Hallo zusammen, mein Name ist Paul Fahnlei. Ich erzähle jetzt ein bisschen über das Spiel oder die Spielelösungen, die wir uns überlegt haben, entwickelt haben und einsetzen. Wir setzen das ein in der Vorlesung Arbeitstechniken und Projektorganisation. Das ist eine studiengangsübergreifende Vorlesung, die alle Ingenieure an der TH Köln im Erstsemester hören. Ich glaube, das sind alle Ingenieurstudiengänge meines Wissens. Bis zu 850 Teilnehmer jedes Wintersemester, also eine unglaublich große Kohorte auch an Leuten, die wir da unterbringen müssen. Und die Inhalte davon sind im Grunde genommen alles, was man sagen kann, was für die Ingenieure nicht fachlich oder fachübergreifend ist. Also was diese Kompetenzen adressiert, die schon genannt worden sind. Aber auch Sachen wie Arbeits- und Lernstrategien oder Teamarbeit, Kommunikation, all diese Dinge, wo Ingenieure erstmal am Anfang des Studiums auch sagen, das kann ich alles schon kommunizieren. Gar nicht schon. Und wo sie dann aber eigentlich feststellen sollen, wie wichtig es doch ist und wie man ja auch an den erforderten Kompetenzen gesehen hat, sind das auch die, die erfragt werden von den Arbeitgebern. Und das versuchen wir den Leuten irgendwie zu vermitteln. Und das geht natürlich nur, indem wir die Leute dazu bringen, dass sie diese Kompetenzen in Situationen einsetzen. Das ist von der alten ATPO-Veranstaltung zur neuen sind wir übergegangen von Dozenten zu Coaches, also anderes Rollenverständnis von einem klassische Vorlesung, die einfach im Hörsaal stattgefunden hat, zu einer Online-Vorlesung, zu einem Flipped Classroom-Prinzip, wo die Studierenden die Vorlesung gucken können, wann und wie sie möchten und dann wie diese Reflexionstermine mit Tutoren haben, aber das kommt im Weiteren jetzt noch mal detaillierter. Das ist im Grunde genommen das Konzept Futuring, mit dem wir arbeiten. Sie sehen da, falls ich die Farben falsch benenne, verzeihen Sie es mir, ich bin farbenfehlsichtig, aber ich sag mal, die bläulichen Elemente sind die beiden Spiele. Okay, wahrscheinlich nicht blau. Ja, nein. Gut, die Coaching-Sessions finden davor und dazwischen statt und Sie sehen, dahinter liegt das Training Center und das erkläre ich jetzt gleich, das ist das Lernmanagement, ist lila, ne? Ja. Okay. Sind unsere TH-Farben, sollte ich wissen. Genau, das sind die vier Elemente, nochmal extrahiert, ohne jetzt sie im zeitlichen Verlauf zu sehen. Das Training Center, wie gesagt, ist das Lernmanagementsystem, erkläre ich auch gleich nochmal, was da alles an Inhalten drin ist. Dann haben wir hier die beiden Spielelemente und die Coachings, das sind diese vier Elemente, die alle ihren Teil zu diesem Konzept beitragen und wenn man eins rausnehmen würde, würde das Ganze gar nicht mehr so funktionieren. Dann haben wir das Training Center, wie schon gesagt, das ist im Grunde genommen eine Lernplattform, die wir einfach selbst entwickelt haben. Da liegen Vorlesungsvideos, da liegen die Download-Links zu den Spielen, da liegt ein Tracker, den die Leute sich ausdrucken können für unser Augmented Reality-Spiel, damit sie die Welt auf einem Tisch quasi vor sich verorten können. Braucht man sowas, das ist so eine Art QR-Code, den kann man sich ausdrucken. Dann sind da Vorlesungsvideos, interaktive Quizzes über die Videos gelegt, die Studierenden können die absolvieren, haben dann so eine Art Profil-Cockpit, wo sie sehen können, wie viel sie schon gemacht haben in den verschiedenen Teilbereichen. Und es gibt auch kleine Achievements, also so Mini-Errungenschaften für, sie haben alle Quizzes in einem gewissen Teilbereich absolviert oder ähnliches und eben auch Bestenlisten für die Punktzahlen aus den Spielen, um die Motivation so ein bisschen zu fördern, damit die damit sie besser sein wollen als die andere Gruppe oder gucken, vielleicht nochmal zu spielen, obwohl sie es schon gemacht haben, um sich doch noch zu verbessern. Und das haben wir erst seit diesem Semester, aber das funktioniert tatsächlich auch. So, dann kommen wir zu den Spielen. Das erste, was gespielt wird, ist das AR-Modul. Das sind Gruppen, also die Studierenden werden insgesamt in Gruppen eingeteilt, von 6 bis 8 Spielern meistens. Die planen da eine Produktionshalle. Wie schon gesagt, das geht in Augmented Reality. Das heißt, sie können jeder, wo er ist, also vor einem Tisch stehen und beispielsweise den Tracker auf dem Tisch haben, eine Fabrikhalle dahin projizieren, die sieht man hier unten, und dann können die sich über irgendwelche Voice-Programme unterhalten oder auch im gleichen Raum stehen und müssen sich abstimmen, wie sie diese Fabrikhalle ausstatten. Und zwar, das machen sie mit Roboterarmen und mit Fahrsystemen. Die haben da kleinere Aufträge, die ändern sich von Mission zu Mission, wo sie gewisse Produkte herstellen müssen. Es ist alles sehr abstrahiert, also die harten Maschinenbauer würden uns da reingrätschen bei den Maschinen, die wir verwenden und ähnliches. Aber es geht ja eher darum, dass das abstrahiert ist, damit die überhaupt in irgendwas kommen, wo sie miteinander kooperieren und kommunizieren müssen. Hier sieht man, da musste ich nochmal drücken, ja. Hier sieht man ein bisschen, wie das stattfindet. Das ist jetzt im Editor und nicht mit einem Handy abgefilmt, sonst wäre es zu unruhig. So kann man dann in so eine Halle reingehen. Das können Sie allerdings auch alles durch echte Bewegungen mit einem Telefon oder Tablet machen, indem Sie um den Tisch rumgehen. Hier werden dann beispielsweise Montagezellen oder eben diese Fahrsysteme gekauft, um den Auftrag zu erfüllen. Die haben verschiedene Eigenschaften. Es gibt verschiedene Produktionsschritte, die abdecken, verschiedene Produktgrößen, die herstellen können.
und die Gruppe muss sich darauf einigen. Und die müssen sich gewichten auf 2 von 3 möglichen Faktoren, das sind Zeit, Kosten und Fehlerrate. Und dann müssen sie abwägen, wie sie am ehesten 2 von diesen Faktoren erfüllen und zu einem guten Ergebnis als Gruppe kommen. Dann haben wir das Desktop-Modul. Das sollte ursprünglich ein Virtual-Reality-Modul werden. Da kam uns dann aber die Pandemie dazwischen und wir haben festgestellt, 850 Studierende einzeln reinkommen lassen, Headset aufsetzen, danach desinfizieren. Das ist nicht wirklich tragbar. Das kriegen wir im Laufe des Semesters nicht hin. Und deswegen haben wir es als Desktop-Modul entwickelt. Und da gehen die Studierenden dann in einer Ego-Perspektive in diese Fabrikhallen rein. Es stehen dort schon Maschinen und es fahren Fahrsysteme rum und sie müssen diese Produktion in Gang setzen. Sie müssen erstmal für Strom sorgen, dann treten Fehler bei den Maschinen auf. Ich kann das währenddessen schon mal kurz laufen lassen. Dann treten zum Beispiel hier ist eine Montagezelle kaputt. Dann muss ein Spieler den Fehler auslesen, unterhält sich mit dem anderen, der oben in diesem Stand steht und da vielleicht dann die, hier sehen Sie einige Fehler. Und oben die Person im Stand kann dann die Fehler kurz auslesen, kann sagen, ja, da brauchst du einen Schraubenzieher und das und jemand muss mal irgendwas wieder gerade stellen und dann teilen sich die anderen Spieler auf und der oben im Terminal sieht quasi, was die Leute machen und muss sie koordinieren ein bisschen. Führt jetzt zu weit, bis der zu repariert ist, sonst sprengen wir unseren Rahmen. Genau, und das sind die 4 Elemente. Wie gesagt, parallel davor, danach dazwischen finden die Coachings statt, die das wichtige 4. Element sind. Und zu denen würde ich jetzt schon wieder übergeben zu meiner Kollegin Vanessa. Vielen Dank, Paul. Genau, wir hatten ja anfangs gesagt, dass in spielerischen Settings die Reflexion auch eine wichtige Rolle spielt und das machen wir hier natürlich auch. Tatsächlich im ersten Schritt noch im Mensch-zu-Mensch-Coaching oder so haben wir es bisher gemacht. Und zwar haben wir studentische Tutoren und Tutoren, die Studierenden während der Spiele oder zwischen den Spielen begleiten. Die sind auch von uns ausgebildet und weitergebildet und an verschiedenen Stellen im Future In-Game führen die Reflexionsgespräche mit den Studierendengruppen. Also ganz am Anfang, wenn es ums Teambuilding geht, nach dem AR-Game, nach dem Desktop-Game und eine Gesamtreflexion. Und die bekommen Leitfragen von uns, die Studierenden, genauso wie die Tutorinnen und Tutoren. Da geht es darum zu reflektieren, erstmal, wie ist die Zusammenarbeit gelaufen, was waren Herausforderungen, was hat gut funktioniert, welche Stärken haben wir im Team mitgebracht, welche Stärken haben wir vielleicht entwickelt, was fiel uns schwer. Welche Konflikte gab es möglicherweise im Team? Auch so klassische Fragen, wie war unser Zeitmanagement? Wie haben wir Aufgaben verteilt? Das sind so ganz typische Leitfragen, die im Prozess immer wieder mit den Studierenden reflektiert werden. Und das ist eben wichtig, um den Lernprozess zu fördern, zu strukturieren, eine regelmäßige Reflexion und Anpassung der Arbeitsweise zu ermöglichen. Wir beforschen das auch begleitend, also dieses Mensch-zu-Mensch-Coaching, das hätte jetzt für heute den Rahmen gesprengt, aber wir können zeigen, dass es erstens die Studierenden als hilfreich empfinden für ihren Lernprozess und wir können auch aufgrund einer Selbsteinschätzung feststellen, dass sie Kompetenzen erwerben, wie so Reflexionsfähigkeit, auch Teamfähigkeit. Genau, und zusätzlich sind wir gerade dabei, einen Coaching-Chatbot zu entwickeln, der Studierende zusätzlich unterstützt, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu reflektieren. Und da muss ich vielleicht mal kurz eine Klammer aufmachen, was wir mit Coaching-Chatbots meinen. Das ist hier tatsächlich kein klassischer Chatbot, wie man den jetzt vielleicht auch von ChatGPT kennt, dem man Fragen stellt und dann bekommt man Antworten, sondern wir machen das genau umgekehrt. Also unser Chatbot stellt Fragen, nämlich die eben angesprochenen Reflexionsfragen. Was war euer Beitrag zum AR-Game? Wie habt ihr die Herausforderungen, mit denen ihr konfrontiert wart, gelöst? Und die Studierenden sollen dadurch niedrigschwellig angeregt werden, in die Selbstreflexion zu kommen. Ich habe auch gleich einen Screenshot mitgebracht, um das mal zu zeigen. Der ist jetzt hier in, genau, also es ist als Selbstcoaching-Tool gedacht. Wir entwickeln das auch gemeinsam mit den Studierenden, mit den Tutoren in einem interdisziplinären Prozess, weil wir glauben, dass das da auch sehr wichtig ist, dass die Studis das quasi für sich entwickeln. Und genau, der ist jetzt noch in der Prototypenphase. Wir haben andere Coaching-Chatbots, wo wir auch schon zeigen konnten, dass die wirksam sind, dass ist tatsächlich Thema meiner Doktorarbeit, die ich vor kurzem eingereicht habe. Und wir übertragen unsere Erkenntnisse jetzt quasi auf diesen Anwendungsfall. Das ist ein generativer KI-Chatbot, den wir entwickelt haben in einer No-Coding-Plattform. Po heißt die. Also alle von Ihnen, die mal Lust haben, so etwas auszuprobieren, kann man das wirklich ganz niedrigschwellig
Genau, da einfach mal ein bisschen mit rumexperimentieren. Sobald wir aus der Prototypenphase rausgehen, wollen wir es allerdings in einer anderen Architektur umsetzen, um auch mehr Kontrolle über den Prozess zu haben, um besser Datenschutz gewährleisten zu können und so weiter. Genau, hier mal ein kurzer Screenshot, den ich mitgebracht habe. Das steigt jetzt in dem Moment ein, wo über das Desktop-Game gesprochen wird und der Bot fragt, welchen persönlichen Beitrag hast du zum Erfolg des Desktop-Games geleistet? Und dann antwortet der Student, die Studentin, ich habe das Team bei allen Aufgaben unterstützt. Und an der Stelle macht der Bot genau das, was auch unsere Tutorinnen und Tutoren machen. Nämlich erstens reagiert er bestärkend und sagt, das klingt nach einem wertvollen Beitrag, den du geleistet hast, großartig zu hören. Und im zweiten Schritt fragt der Bot eben konkretisierend nach. Ne? Kannst du mir ein Beispiel geben, wie genau du dem Team geholfen hast? Und gibt auch Vorschläge. Hast du beispielsweise bei der Organisation, Kommunikation oder auch beim Lösen von Problemen eine wichtige Rolle gespielt? Und die Idee dahinter ist, dass dadurch die Studierenden angeregt werden, ein bisschen tiefer einzusteigen. Das ist uns ganz wichtig, dass es kein Ersatz sein soll für eine menschliche Reflexion, sondern eine Ergänzung, um eben niedrigschwellig Reflexionsprozesse anzuregen, um so eine selbstständige Vorbereitung zu ermöglichen, um dann möglicherweise auch ein bisschen tiefer einzusteigen in die Reflexion mit Tutorinnen und Tutoren oder wenn wir uns jetzt andere Anwendungsbeispiele überlegen, dann auch in die Reflexion mit Lehrenden. Genau. Was heißt das jetzt unserer Meinung nach abschließend zukünftig? Also wir glauben, dass durch die Verzahnung verschiedener didaktischer Ansätze wie Game-Based Learning und KI-basiertes Coaching Lernerfahrungen einfach erweitert werden. Also durch die technologischen Entwicklungen und durch das, was wir am Anfang mit dem Pro-Dilemma gezeigt haben, wird es, glaube ich, immer wichtiger, dass oder werden Lernprozesse immer individueller, weil die Vorerfahrungen unterschiedlich sind, weil das, wo die Studierenden hinwollen, immer unterschiedlicher werden. Und da können Technologien, wenn sie mit einem klugen didaktischen Konzept eingesetzt werden, unterstützend wirken und auch dazu führen, dass Lernprozesse dialogorientierter werden. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, mal gucken, um da Fragen zu kommen, dass wir glauben, dass smarte Technologien in der Lehre dazu führen, dass es zu einer verstärkten Partnerschaft zwischen Lernenden und Lehrenden kommt. Also, dass es eben nicht dazu führt, dass die Technologie im Vordergrund steht und der Dialog zwischen Lernenden und Lehrenden zurücktrifft, sondern dass dadurch vielleicht auch eben mehr Raum frei wird, um eben in eine verstärkten Dialog zu gehen, dass wir mehr Reflexion, auch mehr Co-Kreation im Lernprozess haben, auch mit den Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz. Genau, müssen wir da vielleicht auch gemeinsam mit den Studierenden über andere lernen und auch Prüfungsformen nachdenken. Und wir müssen auch unsere Rolle als Lehrende möglicherweise noch mal weiterdenken. Was sind wir noch außer Facilitatoren und Prozessbegleiterinnen? Vielleicht sind wir auch Role Models im Umgang mit Technologien, technologiebasierten Lernen und informierte Experten und Expertinnen. Und damit danken wir Ihnen ganz herzlich. Ja, danke schön. Vielen Dank für diese interessanten Einsichten. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich als Role Model für meine Töchter, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, die sind im Teenageralter, ich würde gnadenlos versagen. Aber das ist ja vielleicht immer die Herausforderung, immer wieder weiter zu lernen, lebenslanges Lernen zu betreiben und immer zu versuchen, das irgendwie umzusetzen, was wir uns vornehmen. Ich habe vorhin schon wieder vergessen, leider darauf hinzuweisen, dass Sie natürlich bitte Ihre Fragen im Chat stellen sollten. Falls Sie es noch nicht getan haben, haben Sie jetzt noch die Gelegenheit, dass wir die gleich live hier reinnehmen. Würde uns sehr freuen, weil das waren, glaube ich, sehr spannende Ansätze, über die man viel diskutieren kann, Maxi. Genau, und zwar wieder großer Zuspruch unserer digital dazugeschalteten Gäste. Ricarda fragt, super Tool, welches Budget war dafür nötig? Oh, ja, das ist ein schwieriger Punkt. Wir haben das, angefangen hat das vor meiner Zeit an der RWTH, also zumindest die Spieleentwicklung. Ich glaube, das wurde aus verschiedenen Töpfen getragen. Ja. Da kannst du mehr sagen. Ja, genau. Also man sieht es ja hier auch, wir haben es eingeblendet. Das ist im Rahmen eines Forschungsprojekts, Drittmittelsprojekt von der Stiftung Innovation und der Hochschullehre, Projekt Ready. Das ist ein hochschulweites Projekt an der TH Köln, im Rahmen dessen sowohl das Spiel entwickelt wurde, als auch der KI-basierte Coaching-Ansatz. Und da sind wir schon mit einigen Mitarbeitern unterwegs tatsächlich. Und auch zeitlich haben wir das Spiel
läuft jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, aber es hat natürlich, also zum dritten Mal im Wintersemester, aber es hat natürlich auch Vorlaufzeit gedauert, das Konzept zu entwickeln, zu programmieren. Mhm. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, das Team von Entwicklern ist aus Studierenden und jetzt mittlerweile teilweise übernommen auch Absolventen vom Cologne Games Lab, das ist ein Teil der TH Köln, wo Spieleentwicklung studiert werden kann. Also die entwickeln das auch. Mhm. Also lernen dabei auch noch. Klassischer Standortvorteil dementsprechend. Ja. Dennis Koop fragt, super Ansatz und schöner Vortrag. Ich bin absolut der Meinung, dass wir mehr in Game-Based Learning-Ansätze investieren sollten. Sind die VR-Apps für andere zugänglich, zum Beispiel als OER? Noch nicht. Gibt es Gedanken zu, aber jeder, der interessiert ist, kann sich natürlich gerne an uns wenden und das benutzen. Derzeit ist es noch sehr an unser Lernmanagementsystem und an die Inhalte gekoppelt. Man kann das Spiel aber natürlich davon extrahieren und mit anderen Inhalten und könnte da Teile rausziehen. Aber da wir noch in der Entwicklung sind und das noch nicht abgeschlossen ist, sind wir da noch auf einem Zustand, wo das jetzt zu volatil wäre, um das offen verfügbar zu machen. Und da die Studierenden auch noch dran lernen und arbeiten und entwickeln. In der Zukunft vielleicht, hoffentlich. Mhm. Können Sie etwas mehr zum Entwicklungsprozess des Cobots sagen? Klammer Zeit, Aufwand, Ressourcen, fragt Florian Lückenbach. Ja, also genau, da kann ich vielleicht auch noch ein bisschen an die vorhergehende Frage anschließen. Also was die Ressourcen oder die Personalressourcen angeht. Wir haben tatsächlich wissenschaftliche Mitarbeiter im Projekt, aber wir haben auch sehr früh eben schon mit Studierenden in Studienprojekten, Wahlprojekten, Gruppenarbeiten angefangen, die zu fragen, entwickelt doch mal so einen Anwendungsfall und auch interdisziplinär mit denen gearbeitet. Wir sind an der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät und die einfach mal so ein Konzept, so ein Conversation Design für so ein Coaching-Chatbot entwickeln zu lassen, war herausfordernd, aber genau wir lassen auch Studierende mitentwickeln. Ich habe da vielleicht zwei Antworten auf die Frage, weil ich sagen würde, wenn wir jetzt anfangen würden mit so einem Coaching-Chatbot so einen zu entwickeln, durch das, was gerade mit generativer KI in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist, ist es gut möglich, eben auch mit so einem No-Coding-System etwas zu entwickeln. Da würde ich sagen, liegt die Herausforderung eher darin, sich Wissen zum Conversation Design, zum Prompting anzueignen. Wir haben Ende 2019 angefangen, darüber nachzudenken. Da haben wir noch regelbasierte Chatbots gebaut. Das heißt tatsächlich mit Stift und Papier, ich sehe einige nicken, mit Stift und Papier einen Dialog konzipiert und den umgesetzt in Chatbot. Und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger gewesen. Ich hoffe, dass es passende, ausreichende Antwort war. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Laura Schweiger fragt, kennen Sie kostenlose Tools, die Ähnliches anbieten, um sich auszuprobieren und kurze Demos selbst zu erstellen? Für die Coaching-Chatbots kann ich tatsächlich zwei Tools empfehlen. Das ist einmal diese Plattform Po.ee, da kann man sich kostenlos anmelden. Da kann man sich, glaube ich, auch dieses Large Language Model auswählen, mit dem man arbeiten will. Kann man ein bisschen mit dem Prompting rumspielen. Das, glaube ich, ist eine ganz spielerische Möglichkeit, auch als Lehrende, sich da auszuprobieren. Es gibt auch noch ein System, ist auch kostenlos zugänglich, Landbot. Heißt das, landbot.io. Damit haben wir angefangen, weil das regelbasierte Abläufe ermöglicht. Und ich glaube, dass das für einige Anwendungsfälle auch hilfreich sein kann. Also es muss nicht immer KI-generiert sein, glaube ich, sondern für sowas wie Evaluationen oder sowas reicht auch oft ein regelbasiertes System oder für so ein FAQ-Chatbot, wenn man in einem Modul als Lehrender das einsetzen will, um so typische Fragen zu beantworten, die immer wieder kommen, reicht ein regelbasiertes System. Und das kann man zum Beispiel mit. Aber man kann auch googeln, es gibt da wirklich viele, viele gute, kostenlos zugängliche Systeme. Mhm. Super. Dann mit Blick auf die Zeit muss ich mich bei der letzten Frage kurz halten. Was sind denn die Rückmeldungen der Studierenden auf dieses Spiel? Aufs Spiel auch sehr, sehr positive Rückmeldungen. Also grundsätzlich freuen sich die Leute generell, dass sie mal was spielen dürfen. Generell ist das für Studierende im Erstsemester immer was, wo sie erstmal sagen, ach cool, wir können was spielen. Es wird auch lange vorher am Anfang der Veranstaltung geteasert. Dann haben die ein paar Veranstaltungstermine und dann geht das los. Da freuen sich immer alle. Und wenn ums Spiel geredet wird, ist auch der Hörsaal in den Kickoff-Veranstaltungen ruhig sofort. Dann hören alle zu. Und die Rückmeldungen und Evaluationen sind bisher auch durchweg positiv, kann man sagen. Ja. Super. Gut, prima. Spannend. Vielen Dank nochmal. Herzlichen Applaus für diesen tollen Vortrag. Danke.